Assalamu alaikum, ahlan bikum in eurer neuen Folge, wo wir euch danach beibringen werden. Heute geht es um Al-Jumla al-Ismiya. Al-Jumla al-Ismiya steht aus zwei Bausteinen. Das erste Baustein ist Al-Mubtada, also das Wort, womit wir anfangen. Und der zweite ist Al-Khabar, das Wort, den ersten erklärt. Zum Beispiel, ana fatatun, ich bin ein Mädchen. Wir benutzen zuerst die Subjekt und dann die Adjektiv. Hier brauchen wir kein Verb und anstatt ein Personalpronomen zum Benutzen. Wir können auch Namen benutzen, wie zum Beispiel Ahmed Talibun, Ahmedu Talibun. Ahmed ist ein Student. Das Verb ist Helfsverb und benutzen wir nicht in Arabisch. Ja. Wenn das Wort keine Artikel hat, also L, dann ist es unbestimmt. Und hat das, dieses L ist dann bestimmt. Und hier heißt es Ahmedu Talibun. Ahmed ist ein Student. Deswegen ist Ahmed Ahmed ist ein Umstand. Man kann auch normale Wörter benutzen, wie das Bild ist schön, al-surat jamilatun. Das Bild ist schön. Das ist der einfache Umsatz. Wir haben fünf Wörter und dann haben wir fünf Mubtada. Heißt Anna, Al-Rajul, Al-Mar'a, Salim, Basil, Anna, ich, Al-Rajul, der Mann, Al-Mar'a, die Frau, Salim ist ein Name, Salim, Basil ist auch ein Name, Basil. Und fügt für diese fünf oder nein. Und dann haben wir auch fünf Khabar. Tilmidun, ein Student. Jadidun, neu, ist Adjektiv. Ghali, teuer, ist auch ein Adjektiv. Thaqilun, schwer. Dhakiyun, klug. Und fügte für diese fünf Mubtada fünf Khabar. Das ist eine Hausaufgabe. Und vielen Dank.